Hallöchen, da bin ich wieder. Ich drehe heute ein Mini-Mini-Mini-Update von der 16. Schwangerschaftswoche. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Das Einzige, was sich jetzt verändert hat oder was dazugekommen ist, ist, ja, dass ich halt, ja, wie soll man sagen, Schmerzen sind es jetzt nicht. Es ist halt sehr unangenehm. So alles halt in Bauchregion, ne? Also Unterleib, Bauch, also es wächst jetzt alles und schiebt sie wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen weiter nach oben vom Schambereich, alles weiter zum Bauch hin. Ist halt sehr unangenehm, auch in der Nacht, wenn man sich gerade dreht, ist es so halt sehr unangenehm. Also ich will jetzt nicht rumheulen oder, ne, mich beschweren, es gehört dazu, aber das fällt jetzt auf seit ein paar Tagen, dass es halt nicht weggeht. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ja, das war es eigentlich schon. Ich möchte noch euch einmal meinen Bauch zeigen und mit euch gemeinsam messen. So. Das ist mein Bauch. Ich muss sagen, da ist halt noch viel Speck, ne? So. Von der Seite. Ja, ich mache das so. Hat sich noch nicht viel getan. Will ich auch gleich mal messen, aber ich packe ihn ein. Also der Bauch ist ja 4 cm wieder zurückgegangen, aber ich glaube, jetzt hat er wieder einen Schuss gemacht, weil er immer juckt. Und immer wenn er juckt, dann ist er gewachsen. Ja, wir liegen jetzt bei 99 cm. Ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte. Ich glaube 97. 97 oder 98. Also ungefähr 2 cm gewachsen. Insgesamt ist er jetzt 7 cm gewachsen in der Schwangerschaft. Also ich krieg ein Riesenbaby. Ja, das war schon. Was ich noch sagen wollte. Die Leute, die mich bei YouTube nicht abonnieren können, weil sie zum Beispiel kein Google-Konto haben, die können mich auch auf Facebook besuchen und mir ein Gefällt mir hinterlassen, würde mich ganz doll freuen. Und wenn jemand Interesse an einem Tauschpäckchen hat, also ich habe da total Lust drauf, ja, schreibt mich doch an, dann können wir uns so ein bisschen austauschen, wie viel Euro wir machen und was wir einpacken und ja, darüber würde ich mich ganz doll freuen, weil ich liebe Pakete über alles. War noch was? Ja, wenn ihr irgendwie noch irgendwelche Wünsche habt, worüber ich ein Video drehen soll, schreibt es mir doch bitte. Ich versuche es halt zu erledigen, also ne, eure Wünsche zu erfüllen. Aber zurzeit machen wir gerade das Kinderzimmer, unsere Wohnung platzt aus allen Nähten. Weil da, wo jetzt das Kinderzimmer drin ist, war früher das Büro von meinem Freund. Hat sich jetzt aufgeteilt in der Küche und im Wohnzimmer und mein Wäscheständer muss auch noch irgendwo hinkommen und oh, das ist gerade echt ein bisschen ätzend, diese Unordnung, das mag ich nicht. Aber es wird alles, ne? Wie gesagt, wir sind dabei, jetzt das Kinderzimmer zu machen. Mein Freund ist gerade ein bisschen krank. Ob wir es heute schaffen, weiß ich auch nicht. Ja.
Ich versuche mal bei Facebook ein paar Fotos reinzustellen. Also falls ihr irgendwie bei YouTube keine Videos von mir findet, schreibe ich immer fleißig bei Facebook auf meine Seite. Ja, dann sage ich mal ciao, ciao.